Hallo. So ist fein. So ist es wieder. Jetzt bist du aber ganz nass. Nein, jetzt ist mal fertig. Sushi, stopp. Fertig. Ab. Stopp. So ist fein. Nein, Lassi. Komm mal. Also wie du vorher gesagt hast, braucht er einfach viel Bewegung. Und ob das jetzt ein Spaziergang ist oder halt Spielen mit anderen Hunden, er braucht auf jeden Fall. Oder Ballspiele oder was auch immer. Oder irgendwie, ich denke auch so Nasenarbeit wäre, glaube ich, auch wichtig. Natürlich, klar. So, ja gut, als Jagdhund ist ganz klar Nasenarbeit. Auf jeden Fall, gell? Ja. Und er ist halt ab und zu noch ein wenig rüblich. Ja, ja. Gell? Kleine spitze Zähne hat er auch noch. Out. Nein, Ronny, stopp. Super! Sitz und Platz so hast du vorher mal gemacht. Kann er das nochmal machen? Wenn er sitzt. Super! Ganz toll, ich habe keine Leckerli mehr. Kannst du auch Platz? Ja, fein! So ein guter Schatz. Das ist ein Rüpel. Hier, der ganz viel Bewegung braucht. Ja. Da hast du auch schon viel gelernt, gell? Ja, ja. Allein bleiben wird auch mal irgendwann noch klappen. Du hast ja gesagt, das ist einer der Hunde als Welpen, den du, oder als junger Hund, der am lernfähigsten war, den du je in der letzten Zeit hattest. Ich hatte ihn wie lange? Eine Woche. Und er hat so viel gelernt in der Zeit. Auch das Abrufen. Motte! Ronny! Komm hier! Super! Ich habe es halt am Anfang mit der Schleppleine und habe ihn immer lang gelassen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, er hört eigentlich schon ganz gut und habe dann die Schleppleine auch fallen lassen. Ja. Und normal kann man ihn auch wirklich aus dem Spiel rausrufen. Jetzt haben die sich halt schon länger nicht mehr gesehen, jetzt ist halt die Freude riesig. Ja, ja, klar. Aber wo ich die jeden Tag zusammen hatte, war das kein Problem. Dort liebe, gell? Conny! Ja, super! So ein guter Schatz. Ganz toll gemacht. Brav, warum? Soll ich mal Platz? Brav. Ja. Und macht ihr nochmal Platz? Ganz fein. Ja, ganz fein. Und er liebt Stofftiere. Stofftiere, ja. Aber ja, die aber leben nicht lang. Die gell? Leben nicht lang. Bei den Zähnen können die nicht lang. Alles machen wir kaputt. Und dann werden die Eingeweide rausgeholt. Autsch! Ja, und meine Eingewehrte werden auch rausgeholt, oder was? Okay, jetzt können wir wieder kämpfen. Das ist echt ein Herziger. Oh Gott, du bist voll geschlappt. Voll geschlappert. Sushi-Schlapper. So. Mach nicht kaputt, Sushi, gell? Mach nicht kaputt. Ja, dann kommt die kleine Motte von hinten rein. Das ist gemein. Von vorne, von hinten. Durch. Ja, da hast du zu kämpfen mit denen zwei, gell? Im Rudel wäre es natürlich für ihn am allerbesten zum Aufwachsen. Ja. Wenn er dann auch korrigiert wird. Und für jeden, natürlich, ja klar, für jeden, ganz klar. Ganz klar. Aber ich denke, wichtig ist einfach, dass die Menschen, die ihn bekommen, echt viel Zeit haben, dementsprechend auszulasten und zu beschäftigen. Ja, ganz klar. Und dann hast du einen super Hund. Ja, ja. Gut, dann wird er natürlich auch ruhiger, so wie jeder Welpe. Ja, klar. Gibt sich das mal. Aber wie es halt so ist, also ich da holen sich ein Welpe, der wird nicht ausgelassen, dann macht er natürlich Sachen kaputt. Klar, und dann ist der Hund schuld. Ja, klar. Klar, ganz klar. Kennen wir gut. Und wieder hinten ins Bein. So, ja, genau. Oh, Gregor, schützt dich vor dem bösen Angriff. Ja. So.